Selbstironisch haben uns die Eingeborenen von Baden-Württemberg bislang erklärt, dass sie alles können außer Hochdeutsch. Dass es wohl besser geheißen hätte, wir können nichts außer Schwäbisch, wissen wir, seitdem Herr Oettinger versucht hat, Englisch zu sprechen, beziehungsweise versucht hat, einen englischen Text vorzulesen. Das Ergebnis war ungefähr so klar verständlich wie die Momente, in denen Herr Brüderle versucht, die Marktwirtschaft zu erklären. Wir können alles außer reden. Felix Kasten über die Armutszeugnisse deutscher Politiker. Politiker erklären die Weltlage. Heute Kauderwelsch mit Oettinger und Brüderle. Angetreten zum Sprachgemetzel. Günther Oettinger startet seinen Rundumschlag mit einer verbalen Höchstschwierigkeit. Sehr ehrlich, wir sind Europe. Quit different traditions and we realize everything hangs together. Or in other words, we are all sitting in one boat. Ein verwegener Gedanke. Wie bitte? Sehr, wir sind Europe. Wo? Sehr, wir sind Europe. Quit different traditions and we realize everything hangs together. Or in other words, we are all sitting in one boat. Hat der Schwabe das Sparen übertrieben? Jedenfalls war die Übersetzerin irgendwann einfach weg. Mit schlimmen Folgen für Sinn und Verstand. On the other hand, we have to find a way of drastically. Meint Oettinger Trester, Schnaps aus Traubenresten? No, it's not so. Of drastically. Das Sprachlabor entschlüsselt das Rätsel. Drastically. Limiting the governmental interference into economic activities. Since the world, since it would otherwise cause a permanent impairment of the growth drivers of a free market economy. Bundeswirtschaftsminister Brüderle ist einen Schritt weiter. Er stiftet völlige Verwirrung ganz ohne Fremdspracheneinsatz. Ein Rätsel, wie er das hinbekommt. In der sozialen Marktwirtschaft entstehen Arbeitsplätze nicht durch rote Fahnen am 1. Mai, sondern dadurch, dass Sie und ich Geld in die Hand nehmen, dass wir zum Handwerker, zum Geschäft hingehen, etwas kaufen, etwas nachfragen, zur Herstellung dessen, was Sie und andere nachfragen, kaufen, während Frauen Männer beschäftigt. So funktioniert das. Alles klar? Zweite Chance fürs Orakel aus der Pfalz. In der sozialen Marktwirtschaft entstehen Arbeitsplätze nicht durch rote Fahnen am 1. Mai, sondern dadurch, dass Sie und ich Geld in die Hand nehmen, dass wir zum Handwerker, zum Geschäft hingehen, etwas kaufen, etwas nachfragen, zur Herstellung dessen, was Sie und andere nachfragen, kaufen, werden Frauen, Männer beschäftigt. So funktioniert das. In vino veritas. Latein fließend, Deutsch ausbaufähig. Klimaschutz, Energieeffizienz, Mobilität, Gesundheit und Sicherheit, demografischer Wandel. Thema der neuen bürgerlichen Regierung der Mitte ist, hier kann uns IKD helfen, etwa bei dem Projekt Elena. Das ist keine griechisch faszinierende Frau, sondern ein Projekt, was den elektronischen Einkommensnachweis vereinfachen, eben elektronisch statt Zettelwirtschaft auf den Weg bringen will. Aber wir wollen mehr. Deutschland ist, ich hatte schon gesagt, eines der erfolgreichsten Länder der Welt. Mit Worten die Herzen erobern, europaweit. Das ist auch das Motto des designierten EU-Kommissars. Und Krisenzeiten sind Zeiten für flammende Appelle. Yes to one umbrella, which we should make stronger and wider. Wie war das im Mittelteil? Yes to one umbrella, which we should make stronger and wider. Thank you for your kind attention. Bürger, Dolmetscher, Europa. Pull you warm on.